Hallo zusammen. Hallo zusammen und herzlich willkommen heute bei der Kidsbox. Heute baue ich mit euch eine Rakete. Viel Spaß! Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Für unsere Rakete benötigt ihr einen alten Fahrradschlauch, ein Messer und ein Schneidbrett, einen Korken, ein altes Stück Holz, schaut mal, was ihr im Keller liegen habt, Klebeband, ich benutze hier dieses Gaffertape, einen Kleber, so ein kleiner Behälter zum Mörtel anrühren, einen Behälter, ihr könnt einen Joghurtbecher nehmen oder eine Hälfte von einem Tennisball, das gibt nachher eure Spitze, wenn ihr möchtet, Farbe zum Besprühen, einen Akkubohrer, eine Schere, ein Bohrer mit verschiedenen Bohrdicken, eine leere Flasche, die muss allerdings hartplastik sein. Ganz gut haben es hier diese Cola Fanta Produkte bewährt und Raketentreibstoff, dazu aber nachher mehr. Und ein Stück Karton. Als erstes benötigt ihr das Messer, das Schneidbrett und einen Korken. Bei dem Korken, wenn ihr einen Weinkorken habt, so einen schmalen langen, ist der besser geeignet. In dem Fall habe ich jetzt einen Sektkorken, den schneiden wir uns aber einfach zurecht. Dafür nehmt ihr eure Flasche. Das, was der Korken nachher machen muss, ist quasi die Flasche zu verstopfen. Das heißt, wir brauchen so diese Größe. Der Rest wird einfach gecuttet. Auch hier am besten die Eltern fragen, ob sie euch helfen können. Durchgeschnitten. Den Teil brauchen wir nicht mehr, der kommt weg. Jetzt haben wir hier natürlich noch das Problem, der Korken ist deutlich breiter als unsere Flasche. Deshalb müssen wir den Korken jetzt so zurechtschnitzen, dass der Korken in die Flasche reinpasst. Allerdings soll er nicht durchfallen, sondern er muss wirklich das komplette Loch verstopfen. Das heißt, ich mache mir jetzt hier an die Arbeit und schnippel erstmal ein bisschen. So, der Korken passt. Ich drücke ihn jetzt absichtlich nicht komplett hier rein, sonst kriege ich ihn natürlich nie wieder raus. Und wir können zu Schritt 2 übergehen. Wir benötigen den Bohrer, das alte Brett und eure Schrauber und natürlich den Korken. Das Brett nehmt ihr einfach als Untergrund. Warum Untergrund? Das ist völlig logisch. Wenn ihr in Mamas Tisch bohrt, dann wisst ihr schon, warum ein Untergrund besser wäre. Die Größe von dem Loch richtet sich auch ein bisschen nach dem Ventil, was ihr nehmt. Das Ventil, auch ein ganz wichtiger Stichpunkt. Unser Fahrradschlauch, unsere Schere. Das Einzige, was wir jetzt brauchen, ist das Ventil. Das heißt, wir schneiden das Ding einfach mal hier raus. Wir haben das Ventil jetzt gerade so ausgeschnitten, dass quasi dieses runde Teil vom Ventil noch. Das ist ein relativ dickes Ventil. Ich vermute mal, das wird so um die 5-6 mm sein. Das heißt, ich würde in dem Fall, es gibt auch dünnere Ventile, beim dünneren würde ich mit einem 3 mm Bohrer arbeiten. Hier arbeite ich mal mit einem 4 mm Bohrer. Je nachdem, wie alt ihr seid, lasst euch bitte von euren Eltern helfen. So ein Loch in der Hand tut verdammt weh. Wir setzen das mittig an und machen das Loch durch. Hier ist allerdings ganz unschwer zu erkennen, dass unser Ventil viel zu groß für das Loch ist. Das heißt, da kommt man nicht rein. Da kommt man auf jeden Fall um den 5 mm Bohrer nicht drumherum. Ihr schaut bitte, dass die glatte Seite nachher draußen ist. Das bedeutet, das Ventil drehen wir von der Seite rein, wo ihr abgeschnitten habt. Ich schaue mal, ob es schon funktioniert. In dem Fall, ich glaube, noch keine. Probieren wir es nochmal. Wir gehen von hinten rein und können in dem Fall jetzt beim 6er Bohrer das ganze Ventil. Was wir jetzt allerdings in dem Fall haben, ist, dass quasi dieser Ring hier ein bisschen übersteht. Die Mutter hier und der Ventilkappe wieder drauf.
Und dann hätten wir theoretisch auch schon die Verstopfung für unsere Rakete fertig. Was ihr im nächsten Schritt tun könnt, aber nicht müsst, ist das Ganze zu lackieren. Hier empfiehlt sich einfach Spraydosen aus dem Baumarkt oder was ihr zu Hause noch habt. Bei unserem Prototypen könnt ihr sehen, wir haben vorher Krepppapier angebracht, haben dann lackiert und haben das Ganze abgezogen. Das hat den Vorteil, dass wenn ihr nachher euren Treibstoff hier reinfüllt, ihr immer die Füllmenge sehen könnt. Das ist nachher entscheidend, wie hoch die Rakete fliegt oder eben auch nicht fliegt. In dem Fall habe ich mich jetzt entschieden, bei der neuen Rakete sie absichtlich nicht zu lackieren, weil ich eben auch mal eine durchsichtige Rakete haben möchte. Und dann geht es auch schon an zu Tragflächen. Tragflächen sind 3 Stück. Der Vorteil, wir haben hier eine Schablone. Ich mache euch den Link unten rein. Die könnt ihr ausschneiden, auf Pappkarton kleben und dann bringen wir das Ganze hier an. Und die sitzt wirklich sehr gut, die Schablone. Aus dem Grund habe ich eben auch vorher gesagt, diese Cola-Flaschen sind ideal dafür. Im ersten Schritt reicht es eigentlich, wenn ihr es ganz grob ausschneidet, weil wir das Ganze sowieso nochmal zur Verstärkung auf Karton kleben und dann nochmal ausschneiden. Jetzt sind wir beim Karton und beim Kleber. Eure Steuer werden hier drauf geklebt und dann wird das Ganze ausgeschnitten. Ihr habt jetzt eure 3 Tragflächen und die müssen wir jetzt anbringen. Und zwar mit Hilfe von dem Panzertape. So, einmal auf Seite Nummer 1, einmal auf Seite Nummer 2. Im Prinzip haben wir jetzt schon eigentlich fast unsere Rakete fertig. Aber um so eine richtige Rakete zu bauen, braucht man natürlich eine Spitze. Und auch die, ihr ahnt es, bringen wir mit Panzertape an. Ich habe in dem Fall die ganzen Flügel hier mit Gaffertape ummantelt. Das hat quasi den Grund, dass, wenn es auf die nasse Erde fliegt, das Ganze nicht aufweicht und ihr könnt es mehrmals verwenden. Wir haben hier unten übrigens schon unseren Korken drin. Was wir jetzt schon brauchen, ist eine Abschussrampe, denn so hält natürlich gar nichts. Das machen wir ganz einfach. Wir nehmen so einen Mörtelbecher hier, schneiden mit einem Messer einmal hier oben ein Loch rein, so dass das Ganze hier stehen kann. So. Nur ist die Frage, wie kann das Ding nun abgeschossen werden? Das ist ganz einfach mit einer Luftpumpe. Nehmt bitte so eine Luftpumpe, wo ihr tatsächlich so pumpt, nicht so eine Handluftpumpe. Die ist nichts. Schneidet hier unten ein Loch rein. Die Luftpumpe geht rein, ihr steckt das Ganze drauf. Bitte ein bisschen Entfernung und dann fangt ihr an zu pumpen. Beim Pumpen passiert Folgendes. Ihr merkt, es funktioniert, wenn hier langsam Blasen hochsteigen. Hier baut sich Druck auf in dem Teil und natürlich will das Wasser hier raus. Es wird kräftig nach unten gedrückt und dann gibt es irgendwann einen Moment, der Korken, den schießt es raus, weil so viel Druck ist. Das Wasser will natürlich entweichen und dadurch, dass das Wasser entweicht und so viel Druck drauf ist, fliegt das Ding hier weg. Und um zu sehen, wie das Ganze funktioniert, schnappe ich mir jetzt mal hier meine Rakete, mein Treibstoff, der nichts anderes ist als Wasser, gefärbt. Es hat einfach den Hintergrund, erstens sieht es cooler aus und zweitens seht ihr auch so ein bisschen am Himmel die Farbe besser, als wenn es durchsichtig wäre. Befüllt am Anfang die Flasche mal mit so einem Drittel Wasser ungefähr. Je mehr Wasser ihr reinmacht, desto höher steigt sie wohl. Wir werden sehen. Ich starte mir die Sachen und wir sehen uns gleich draußen zum Experiment. So, wir machen jetzt den ersten Versuch. Unsere Rakete, wir haben Stopfen hinten drin, haben wir mit roter Farbe gefüllt. Wir haben einfach Wasser mit Lebensmittelfarbe eingefärbt und hoffen, dass das jetzt ordentlich losgeht. Dann würde ich sagen, Start. Thank you.
das war krass. Euch viel Spaß im Nachbauen und bis zum nächsten Mal. Wenn wir schon beim Experimentieren sind, probieren wir mal die Getränke hier. Eigentlich ganz normal. Naja. Schmeckt ein bisschen seltsam. Wenn ihr mehr Videos von uns schauen möchtet, abonniert doch unseren Kanal, macht die Glocke an, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Tschüss und bis zum nächsten Mal.